Moin, willkommen zu einem neuen Wild Rift Video. Heute zocken wir einen der krassesten AD Carries im ganzen Spiel und zwar den guten Draven. Draven hat das Potenzial, ein Spiel alleine zu carryen, das heißt gefühlt 1 gegen 9 zu gewinnen, wenn man in den ersten Minuten des Spiels mit ihm einige Kills macht. Warum das so ist, wie man ihn baut, also was man auf ihn kauft und natürlich Runen und so weiter, das erfahrt ihr in diesem Video. Scanne einen Daumen nach oben da, wenn dir das Ganze gefällt und ein kostenfreies Abo, wenn du keine weiteren täglichen Wild Rift Videos auf diesem Kanal verpassen willst. Außerdem gibt es heute Abend um ca. 22:30 Uhr wieder einen fetten Livestream. Wir wollen doch das Unglaubliche schaffen und zwar haben wir noch vor, hier in dieser Season auf Master zu kommen. 3 Tage sind es noch. Wir sind gerade Diamant 3, 60 Punkte. Da geht also noch einiges. Link zum Stream findest du unten in der Beschreibung. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der heute Abend live am Start ist und jetzt ganz viel Spaß beim Video. Draven ist ein Champion, der besonders eigentlich wie kein anderer AD Carry im Early Game absolut krank ist. Er macht da sehr, sehr viel Schaden, liegt vor allem daran, dass ihm seine erste Fähigkeit, wo er mit Äxten schwingt, nicht nur sehr, sehr viel Damage gibt, sodass er einfach komplett austeilt auf den ersten Leveln, sondern vor allen Dingen an seiner Passive. Denn bei seiner Passive ist es so, dass er mit seiner ersten Fähigkeit erstmal Äxte schwingt. Die schwingt er dann und die kann er auffangen. Und für jede aufgefangene Axt, wir haben natürlich hier wieder keine gute Lobby, man kennt es, wir haben keinen Supporter im Normal Game, für jede aufgefangene Axt erhält er eine Steigerung auf seiner Passive. Sogenannte, ich glaube, das nennt sich Ruhm. Und für diesen Ruhm bekommt er Gold, wenn er einen Kill macht. Das heißt, für jeden Kill bekommt er passiv schon mal 50 Gold zusätzlich drauf, also 50 Gold mehr als jeder andere Champion. Und je mehr Äxte der gefangen hat, desto mehr Gold bekommt er nochmal obendrauf. Das heißt, pro gefangene Axt, pro Ruhmsteigerung, bekommst du tatsächlich dann nochmal 4 Gold dazu. Heißt, wenn du jetzt 50 Ruhm hast, bekommst du 50 Gold normal und dann eben nochmal pro Ruhm, praktisch 50 Ruhm, mal 4 sind nochmal 200 Gold. Das heißt, du bekommst nicht nur das Killgold, sondern eben 250 Gold. Und dadurch ist halt Draven ein Champion, der sich durch Kills sehr, 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 sehr viel schneller entwickeln kann, sag ich mal. Und Items kaufen kann, um dann wiederum besser zu werden als seine Gegner. Und deswegen ist Draven eben so ein krasser Snowball-Champ. Wenn er aber stirbt, dann baut sich die Hälfte seines gesammelten Ruhmes ab. Das heißt, als Draven ist es eben sehr, sehr wichtig, nicht nur Kills zu machen, sondern auch davor nicht zu sterben, ja. Das heißt, er ist wirklich ein Champion, ich sag mal, ein sehr, sehr High-Risk-High-Reward-Champion. Also man hat ein sehr, sehr großes Risiko, wenn man ihn spielt. Aber der Ertrag ist eben auch ganz, ganz enorm, wenn man denn damit Kills macht. Okay, jetzt ist unser ADK direkt weg, perfekt. Ja, einfach weggegangen. Hat einfach gedacht, nee, ich gehe heute weg, sauber. Er, ja, hat keinen Bock mehr gehabt. Egal, wir mussten jetzt hier unsere beiden Flash und Heal burnen, was natürlich nicht so gut ist, aber egal. Bleiben auf jeden Fall mal kurz auf der Lane. Und schauen mal, was wir noch holen können. Wie gesagt, farmtechnisch ist natürlich immer schwierig mit 2 AD Carries, weil der Typ natürlich jetzt hier uns den Farm auf jeden Fall versuchen wird zu nehmen. Klar, weil er selber ja das Gold haben will. Gucken jetzt mal nach dem Wukong, okay. Ja, wir können jetzt unsere zweite Axt aktivieren, um einfach... können jetzt mal gucken, ist da noch jemand? Ja, die machen die Scuttle, okay. Machen auf jeden Fall jetzt hier ein bisschen Damage, müssen aber da auf jeden Fall jetzt raus, weil ansonsten wären wir wahrscheinlich da ein bisschen aufgeschmissen gewesen. Aber ihr seht, wir haben jetzt schon mal gute 30 Ruhmsteigerungen. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ganz sahnig, würde ich mal behaupten. Schmeckt. Und jetzt können wir auf jeden Fall mal weggehen. Klar, warum? Weil wir haben gut Gold gesammelt schon. Da gehen wir weg. Wollen natürlich nicht sterben, sondern wir wollen eben den ersten Kill auch haben. Wäre natürlich ein bisschen unglücklich, wenn Ezreal sich den ersten Kill jetzt gönnen würde. Und bauen tun wir im Übrigen zuerst einen Blutdurststop. Warum? Weil Draven eben durch seine Eigenschaft, dass er durch die erste Fähigkeit auch sehr viel Schaden dazu bekommt, sehr, sehr gut mit Lebensraub skaliert. Es ist ja so, dass Blutdurststop bringt ja Lebensraub. Das heißt, je mehr Schaden du machst, desto mehr Leben heilst du auch. Und er bringt eben eine Menge Damage. Das heißt, sehr gute Kombination eben auf Draven, der pro Attacke eben dann noch mehr Damage macht, also sowieso schon macht und die Gegner dann komplett, ja, auseinandernehmen kann. Ihr könnt ihr sehen, wir teilen auf jeden Fall schon ganz gut aus. Klar, ist jetzt hier kein, ich sag mal, damage-technisches Meisterwerk, aber ja, geht auf jeden Fall schon klar, ne? Könnt ihr sehen, geht schon fit einigermaßen. Da teilen wir auf jeden Fall dann doch schon ganz gut aus, obwohl wir eben noch nicht wirklich im Goldlied sind. Wir haben noch keinen Kill gemacht. Sind gleich auf Level 5, da haben wir die Ulti. Bei der Ulti werfen wir, ähnlich wie Ezreal, über die ganze Map eine Fähigkeit, die dann praktisch an den Gegnern Schaden macht. Und sobald sie einen Gegner trifft, kehrt sie eben um und kann dann nochmal den Gegner praktisch nochmal treffen. Genau, so läuft das bei ihm. Gehen jetzt hier nach unten. Das Ding ist, was viele Draven-Spieler falsch machen am Anfang, weshalb Draven auch teilweise wirklich so ein richtiger Feeder ist, ist, dass sie versuchen, auf ganz, ganz dicken Krampf die Äxte zu fangen und es dann nicht schaffen und sich dann in irgendwelche dummen Situationen begeben. Natürlich ist es deutlich wichtiger,
zu überleben, als irgendwie ein, zwei random Echsen zu fangen. Ganz klar, ne? Das müsst ihr wissen. Ja, also es ist wichtiger zu überleben und sich gut zu positionieren im Fight, als jede Axt zu fangen. Aber die Äxte, das könnt ihr euch auch merken, fliegen immer in Richtung des Movements. Ja, das heißt, wenn ihr gerade nach vorne movet, sehr starke Ulti-Kappa, dann fällt die Axt auch nach vorne. Ja, wenn ihr jetzt hier nach hinten movet, wir machen es mal, zack, wir movet nach hinten, dann fällt die Axt auch genau in euren Laufweg. Das heißt, es wird euch auf jeden Fall schon ganz gut vereinfacht, diese Äxte auch zu fangen. Was definitiv nice ist. Außerdem macht natürlich irgendwie Random Movement, wie wir das gerade gemacht haben. Dann könnte es schwierig werden. So, wir versuchen jetzt immer zu fighten. Perfekt, ich habe komplett gefailt. Egal. Wir aktivieren die nächste Axt. Machen wir den jetzt durch. Zack, und wir sollten jetzt, jawohl, wir haben den ersten Kill, Freunde. Und habt ihr gesehen, was das für einen Goldring gegeben hat? Ich habe selber die Zahl gar nicht gesehen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie viel Gold uns der Kill gegeben hat. Jetzt kommt hier auf jeden Fall der Wukong. Da sollten wir definitiv aufpassen. Genau. Gehen wir zurück. Aber jetzt haben wir eben den Kill, Freunde. Jetzt können wir uns hier ganz entspannt backporten. Und wir haben jetzt schon unseren ersten Blutdürster. Ihr könnt sehen, wir haben jetzt hier definitiv gut Gold mitgenommen, obwohl unser S-Wheel eigentlich die ganze Zeit auch in unserem Farm drin ist und wir selber nicht die allerbesten Last-Hits machen, haben wir definitiv schon was mitgenommen. Und wir haben natürlich auch die guten alten Flamer im Team, die hier mal wieder nette Sachen in den Chat schreiben. Man kennt ihn, es steht 5-1 und die Leute flamen trotzdem. Klassiker in Normal Games, aber darum soll es gar nicht gehen. Wir konzentrieren uns darauf, ja, am besten noch mehr Kills mitzunehmen. Gar klare Sache. Klare Sache, Freunde. Pingen wir hier unterwegs, farmen jetzt hier wieder ganz einfach. Und ihr könnt schon sehen, wir machen hier extrem Schaden an den Minions, Freunde. Jetzt können wir sogar mal reingehen. Hallo, kommt der, kommt der, kommt der? Wenn er kommt, dann kriegen wir easy Kills. Ja, guckt euch den Schaden an. Guckt euch diesen insane Schaden an, Freunde. Es ist absolut krank, wie viel Schaden wir machen. Die Ulti war nicht ganz gut, ist aber egal. Oh, die Ulti war doch ganz gut. Ja, nimmt man auf jeden Fall mit. Let's go. Oh, Wukong kommt. Das ist natürlich jetzt suboptimal, ganz klar. Das ist natürlich jetzt... Da stirbt man dann. Das war gut von Wukong. Ich wusste gar nicht, dass sie die Ulti wieder hat, weil er hat sie ja kürzlich erst eingesetzt. Jetzt haben wir zum Beispiel hier einen Assist bekommen. Das hat uns nicht viel gebracht. Aber wir hatten ja auch nicht so viel Äxte gefangen. Das heißt, das ist kein Problem. Wir hatten ja sowieso nicht wirklich viel Gold, sag ich mal, was wir jetzt hätten bekommen können. Aber die Stacks haben sich eben trotzdem von 6 auf 12 halbiert. Jetzt gehen wir mal nach oben. Und ihr habt gesehen, den Schaden in der Lane, das ist wirklich unschlagbar. Du bist mit Draven am Anfang nach ein paar Items sowas von gefeedet und kannst die Gegner komplett zerstören. Wir könnten jetzt, glaube ich, jedes 1 gegen 1 gegen die Gegner, also gegen zumindest die Sona und natürlich gegen die Kaiser gewinnen. Ganz klar. Ja, das ist relativ easy, wenn wir es natürlich dann auch ganz gut aufziehen. Keine Frage. So, wir gehen jetzt hier mal wieder rein. Ganz entspannt hier ein paar Äxte fangen. Jetzt haben wir gefailt. Kein Problem. Alles chillig. Wir können einfach das Ganze nochmal einsetzen. Dann haben wir praktisch wieder die Möglichkeit. Wenn wir jetzt keinen Gegner treffen sollten in der Zeit, würde das Ganze natürlich auch ablaufen. Perfekt, dass wir jetzt hier einfach so krass getroffen werden. Ja, das war jetzt vielleicht nicht der beste Move, aber egal. Das war zu aggressiv. Das ist eben das, was ich sage. Das passiert mit Draven sehr, sehr häufig. Wenn du ihn eben, sage ich mal, nicht sehr behutsam spielst, kann es passieren, dass du sehr, sehr doll deine Äxte fangen willst. Ich meine, wir kriegen jetzt hier trotzdem 2 Kills raus. Klar, hat sich insgesamt, war insgesamt okay. Wir kriegen jetzt 2 für 2. Dennoch haben sich natürlich unsere Stacks erneut jetzt halbiert. Und wir sollten das auf jeden Fall vermeiden. Ja, also das ist das Ding mit Draven. Das kann wirklich ein richtiger Struggle sein. Ihr seht natürlich auch, ich habe jetzt Draven auch nicht irgendwie 1000-mal gespielt so. Ja, weiß natürlich, wie er funktioniert. Aber, da könnt ihr sehen, wie ihr es zum Beispiel nicht machen sollt. Ist vielleicht auch ganz interessant in so einem Video, wenn man dann auch mal sieht, warum eben so viele Dravens auch so schlecht sind oder so hart reinfeeden. Weil du halt, wenn du einmal, sag ich mal, in einer schlechten Position bist, sehr, sehr, sehr doll auf die Schnute bekommen kannst. Ja, das muss man einfach sagen. Ja, unsere Last-Hits sind auf jeden Fall auch nicht so ganz on point. Man kennt ihn. Oh, jetzt könnten wir einen Kill machen. Nee, können wir leider nicht. Schade. Aber wir können uns hier um den... Oh, die Sona kümmern. Hallo. Ja, die Sona will es jetzt hier rewarden mal. Wir laufen mal hinter ihr her, auf ganz hektisch angelehnt, machen das Ganze nochmal, zack, machen den Hit. Und ihr seht, wir machen auf jeden Fall guten Schaden, teilen gut aus, wir ulten mal rein, das müsste, oh, als ob das nicht der Kill war, als ob das nicht der Kill war, Freunde, super, super ärgerlich. Ich meine, wir hatten eh nicht so viele Stacks, aber es ist egal, alles entspannt, wir aktivieren die Fähigkeit nochmal, zack, zack, fangen jetzt die ganzen Äxte. Gehen natürlich auch unseren zweiten Spell hoch. Ja, und wie gesagt, am Anfang, wenn man mit Draven nicht so oft gespielt hat, kann das mit den Äxten wirklich ein sehr, sehr doller Krampf sein, weil es eben nicht ganz so einfach ist, die ganzen Äxte zu fangen. Ihr seht das hier. Ja, es ist öfter mal schwierig. Vor allen Dingen, wenn ihr zuerst in eine Richtung movet und dann natürlich in die andere, dann kann das schon mal extrem, extrem schwierig werden. Und wie gesagt, wenn die Äxte natürlich am Start sind, macht ihr auch mehr Schaden, deswegen sollte man das auf jeden Fall auch in den meisten Fällen mitnehmen. 13-7 steht insgesamt. Unser Team macht bis hierhin einen sehr, sehr guten Job, würde ich mal sagen. Ja, das kriegen die auf jeden Fall hier gerade recht gut hin. Gehen wieder noch zurück. Zack, zack. Fangen die ganzen Äxte oder versuchen es zumindest. Genau. Entspannt alles. Gehen zurück kurz. Gehen auf den Lacker drauf. Machen einen Hit. Und jetzt ist hier der ja so. Okay, interessant. Können wir... Na, da sollten wir besser rausgehen ganz schnell, weil der wird eine Ulti machen, glaube ich. Oder? Na, macht keine Ulti. Doch, macht der. Okay. Ja, das wird jetzt interessant. Das ist der falsche Wukong. Wir sollten besser den richtigen angreifen. Oder jetzt sollten wir besser gar keinen angreifen, weil die alle hier ein bisschen gut Kills gemacht haben. Genau.
Chill mal kurz. Wir haben jetzt wieder 39 Stacks, was bedeuten würde, wir werden jetzt tatsächlich hier 160 Gold plus eben nochmal 50 Gold für den Kill bekommen. Zusätzlich eben zu den normalen Gold. Und je mehr Stacks wir, wie gesagt, haben, desto besser wird diese Quote natürlich auch. Let's go. Akali ist hier immer noch am Chillen, was auch immer sie da macht. Wartet sie die ganze Zeit schon in diesem Busch drin? Ist das hier ernst? Also sie ist hier immer noch drin, by the way. Ja, jetzt ist sie raus, okay. Ah, wenn sie jetzt gesprungen wäre, hätten wir sie bekommen. Egal. Gehen wir auf die Toplane zurück. Auf ganz gechillt farmen wir jetzt hier. Okay, die Kaiser. Wie stark ist die Kaiser? Kaiser hat jetzt hier ungefähr genauso viel Gold wie wir. Ja, aber bisher eben in Anführungszeichen nur ein Kill mit dieser Fähigkeit machen konnten. Was natürlich jetzt im Early Game sehr stark ist. Aber dann, und das ist auch ein bisschen das Problem bei Draven. Draven ist natürlich ein Champion, der im Late Game, wenn er diesen Goldvorteil eben nicht mehr so krass hat, recht krass abflacht. Liegt einfach daran, dass du mit Draven eigentlich kein wirklich gutes AD Carry Kit hast. In dem Sinne, wie es zum Beispiel eine Jinx hat oder auch ein Ezreal. Ezreal zum Beispiel ist deutlich mobiler, kann extrem nerven mit seinen Skillshot-Fähigkeiten. Was du halt mit dem Draven zum Beispiel so gut wie gar nicht hast. Ja, du hast die dritte Fähigkeit, die ist ganz gut mal, um die Gegner ein bisschen aus dem Konzept zu bringen, sag ich mal. Dass wir da das war der Wukong. Da war der Wucher am Start. Da war der Wucher am Start. Kannst dann auch nicht ahnen, dass der Wucher da drin ist. Das ist leider der nächste Tote. Wir hatten gute Stacks eigentlich, aber wir haben halt nichts daraus bekommen, was jetzt super, super, suboptimal für uns ist. Wir stehen 1:3, aber ich bin mir sicher, dass wir das Ganze auf jeden Fall auch noch comebacken können. Wir haben nicht so wenig Gold. Das Gute ist natürlich hier, wir können immer noch ganz gut mithalten, obwohl wir halt natürlich nicht die Kills haben, weil du als Draven so oder so normal auch ganz gut Gold bekommst. Aber wie gesagt, es ist bei Draven eben so, dass er dann im späteren Verlauf des Spiels relativ stark abfällt. Wir holen jetzt hier mal rein. Ich denke mal, dass der Wukong jetzt hier... Oh mein Gott, was ist denn da passiert? Alter Lachs, das hat richtig gut Gold gegeben. Da haben sich unsere Stacks abgebaut. Ihr habt es gesehen, wir hatten 30 Stacks plus eben nochmal die 50 Gold oben drauf. Das war eine Menge Gold, was wir da bekommen haben. Ich glaube, 420 haben wir insgesamt. Wir haben sogar deutlich mehr bekommen. Wir haben sogar deutlich mehr bekommen und das könnte uns hier auf jeden Fall wieder ganz, ganz stark zurück ins Spiel bringen, Freunde. Ja, versuchen jetzt hier mal die Dings zu killen. Wir killen mal die Sona. Wir kümmern uns mal um die Sona hier. Ja. Sollte eigentlich ein easy Kill sein, oder? Nein. Oh, doch, einen haben wir. Die auch noch. Oh mein Gott, wie close. Ein Hit noch. Wir hätten den Kill gemacht. Ganz, ganz knapp. Stehen jetzt 3:4. Aber wir haben halt super, super viel Gold gemacht. Wir sind innerhalb von gefühlt 20 Sekunden hier, die wir auf der Lane waren, sind wir direkt um 1700 Gold reicher geworden. Jetzt können wir uns direkt mal das zweite Item kaufen, plus noch Schuhe, was auf jeden Fall recht gut schmeckt. Und hier könnt ihr mal die Item-Builds sehen, was wir jetzt noch kaufen. Zuerst kaufen wir ein bisschen den Attack-Speed, dann geht's nochmal auf Lifestyle drauf und dann haben wir eine ziemlich, ziemlich, ziemlich gute Lage. Wir haben jetzt zwei Gegenstände, wie gesagt, sollten jetzt den Gegner da recht gut überlegen sein. Aber es ist natürlich auch generell nicht das Game, was du eigentlich haben willst. Normalerweise hast du halt auch einen Supporter, der dich dann ein bisschen beschützt auf der Lane und so weiter. Aber das haben wir hier halt jetzt gar nicht, weil es halt ein Normal Game ist. Da ist es öfter so, dass man da dann mal ein paar Leute hat, die... Ja, perfekt. So macht es auf jeden Fall nicht, ne? So fangt ihr auf jeden Fall die Echse nicht. Das ist eben auch so ein Ding. Muss man ein bisschen üben, muss man auf jeden Fall reinkommen mit Draven. Solltet ihr nicht direkt unbedingt in der Rangliste spielen, weil das eher, ja, schwierig werden könnte, sag ich mal. Dann geht's in die Ultra rein. Okay. Der Wukong ist hier. Versuchen wir mal was zu machen. Auf ganz gechillt. Das ist, glaube ich, der falsche, oder? Oh mein Gott, das war der richtige. Let's go. Sehr schön. War der richtige. Das hat natürlich jetzt wieder gut Gold gegeben. Ja, die denkt jetzt hier, sie kann uns fighten. Kann sie aber gar nicht. Oh mein Gott, die kann uns aber fighten. Die kann uns fighten. Ja, komm doch. Was ist denn mit dir? Die kann uns gar nicht fighten. Let's go. Und jetzt regnet es hier Gold, Freunde. Jetzt regnet es hier für uns Gold. Und das ist natürlich jetzt absolut geil. Wir haben jetzt richtig schön Gold bekommen für die ganzen Kills. Wir haben schon wieder jetzt 1500 Gold insgesamt. Und das ist halt jetzt wirklich insane. Jetzt sollten wir in einem großen Goldvorteil gegenüber den Gegnern sein. Wenn wir jetzt hier schauen, wir haben... wobei, die Kaiser hat auch Kills gemacht. Dann nicht ganz, aber wir haben insgesamt sehr, sehr, sehr gut Gold, was wir auf jeden Fall schon mal mitgenommen haben. Nein, Drachen greifen wir erstmal nicht an. Wobei, wir könnten den Drachen theoretisch jetzt angreifen, tatsächlich. Theoretisch können wir versuchen. Wir können aber auch einfach mal auf die Kaiser draufgehen. Hä? Ich hab einen Lag. Kompletten Lag hier. Das ist natürlich jetzt dumm. So ein Lag schmeckt natürlich nichts. Ach, Digga, da hatte ich einen Lag. Das ist halt super ärgerlich. Wir standen einfach drum, hatten einen kompletten Lag, konnten keinen Schaden machen. Jetzt stehen wir 5:5. Haben aber, wie gesagt, Gold eingesackt. Das heißt, wir können direkt fast unser nächstes Full-Item kaufen. Und... Obwohl wir nicht gut gefarmt haben, obwohl wir oft gestorben sind, sind wir jetzt trotzdem sehr, sehr gut dabei. Und ich glaube, dieses Video verdeutlicht einfach ganz gut, wie es mit Draven laufen kann, wenn man, sag ich mal,
nicht die optimalen Laner. Ja, du kannst zwar gute Kills machen, du kannst da wirklich dann viel Schaden anrichten, aber es gibt natürlich dann auch die Momente, wo du versuchst, sage ich mal, aus Gier reinzugehen, dann nicht wegkommst oder so, wo du vielleicht noch nicht so gut die Äxte fangen kannst. Und deswegen ist Draven halt wirklich, ich sag mal, der größte 50-50-Champ im Spiel, weil du halt wirklich richtig geile Games haben kannst, aber auch richtig schlechte. Und das schaffen wir gerade so ein bisschen, sage ich mal, hier in diesem Game zu symbolisieren. Hier haben wir so ein bisschen was vorbei. Wir machen teilweise echt geile Kills, aber teilweise ist es dann auch wirklich alles andere als optimal. Und hier kann man eben sehen, dass es nicht ganz so einfach ist, um die Äxte zu fangen, weil man halt immer sowohl ja, sein eigenes Movement beachten muss, als auch dann zu den Äxten, sage ich mal, so ein bisschen gezwungen wird, weil wir will sie natürlich haben, gar keine Frage. Gehen jetzt hier nicht hin. Okay, die wollen alle aufgeben, perfekt. Nice, das ist natürlich die klassische Normal-Game-Mentality, man kennt sie. Haben den Drachen gekillt, okay, jetzt sammeln wir schön fleißig weiter Stacks, damit wir hier gleich natürlich noch ein bisschen mehr Gold bekommen können pro Kill. Und es gibt dann teilweise mit Draven auch ganz, ganz absurde Runden, wo du einfach, ja, diesen Effekt hast, dass du, sag ich mal, zum Beispiel 100, 200, teilweise 300 Stacks sammelst mit den Äxten. Das können sehr, sehr gute Draven-Spieler recht schnell machen. Und dann tatsächlich aber einfach komplett den Kill machst. Du stehst 0-0 die ganze Zeit, machst dann den Kill und kriegst dann irgendwie dafür, keine Ahnung, 1000, 1500 Gold sogar teilweise hat man dafür bekommen. Das ist halt wirklich nochmal ganz, ganz krass, was dann so ein Draven auch im späteren Verlauf des Spiels anrichten kann, wenn er eben einmal so viel Gold bekommt und vorher halt nicht gestorben ist. So, jetzt seht ihr schon, wir kritten hier schon mal für 766 rein, gehen jetzt hier mal back, haben jetzt unsere Phantomtänzer und sind vom Gold jetzt auf jeden Fall wieder sehr, sehr solide dabei. Ja, wir sind nicht der Beste, wie gesagt, wir haben dafür auch einfach zu viele Tode und auch ein bisschen zu wenige Äxte gefangen, ganz klar, aber overall sieht es doch noch ganz gut für uns aus. Gehen jetzt mal rein und wir machen halt Schaden wie sonst was. Wir machen halt wirklich Schaden wie sonst was an den Gegnern. Das darf man nicht unterschätzen. Und Draven ist auch ein AD-Carry, muss man sagen. Den spielt man grundsätzlich, hier könnte der Gegner kommen. Nee, kommt er nicht, okay. Draven ist ein AD-Carry, den spielt man grundsätzlich auch zum Beispiel viel, viel aggressiver als jetzt zum Beispiel eine Jinx. Ich spiele sehr, sehr gerne Jinx. Jinx ist eben ein enorm passiver AD-Carry. Da muss man sehr aufpassen. Steht, sage ich mal, ganz, ganz weit weg von den Gegnern. Bei Draven ist es halt gar nicht so. Draven ist halt, das ist auch so ein bisschen die Kunst an ihm, ein AD-Carry, der sehr krass belohnt, wenn du halt aggressiv spielst. Und natürlich, wenn du dann dabei stirbst, passiert dann eben das, was vielen Dravens passiert, dass sie einfach reinfeeden. Ja, uns wäre jetzt auch was passiert. Wir haben jetzt hier unterschätzt, wie stark die Gegner sind und müssen aber natürlich reingehen, weil unsere Reichweite auch zum Beispiel nicht ganz so groß ist wie die als einer Jinx. Gehen jetzt mal ein bisschen drauf, machen jetzt immer den, müssen aufpassen, wie gesagt. Wir sind halt super, super squishy, ja, weil wir halt auch AD Carry sind, logischerweise. Heilen zwar gut gegen, klar, mit unseren normalen Attacken, weil wir halt gut Lifestyle gekauft haben, aber es ist eben trotzdem natürlich gegen eine Kaiser so im Duell, die gerade mehr Gold als wir hat, werden wir halt einfach scheitern, ganz klar. So, wir gehen hier mal rein, zack, und jetzt werden wir wieder auf die Lane gehen. Wir haben halt, ne, muss ich sagen, zwei AD Carries. Lane war absolut auch nicht optimal rein, vom Matchup auch schon her, von den Champions her, die da waren. Das ist alles nicht optimal. Trotzdem können wir halt immer noch guten Schaden austeilen. Ja, wir können immer noch guten Schaden austeilen. Ihr seht, wir können immer noch guten Schaden austeilen, Freunde. Immer noch sehr, sehr gut hier. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass wir jetzt hier nicht genommen werden. Aber nein, wir machen einfach viel Schaden. Wir machen einfach extrem viel Schaden an den Gegnern. Gehen hier drauf und sollten sie jetzt eigentlich haben, Freunde. Wir aktivieren die Axt. Das ist der Kill. Und jetzt hat es hier ganz, ganz doll Gold geregnet, Freunde. 286 Bonusgold nochmal zusätzlich, was wir bekommen. Jetzt sind wir kaum back gewesen, sind wir bereits wieder auf über 1400. Das ist halt komplett mächtig. Jetzt hier die Akali am Start. Okay, Alter, macht die Schaden. Alter Lachs, was macht die denn an Schaden? Ich meine, wir machen auch sehr viel Schaden. Aber die Akali macht ein bisschen mehr irgendwie. Ah, vielleicht können wir sie killen. Oder ja, so vielleicht. Ah, der hat ein Schild, jetzt hat seine Windwall. Da gehen wir lieber zurück. Und da ist halt immer so die Frage, ne? Kannst du als Draven da reingehen, kannst du es nicht? Wir hätten jetzt an der Stelle nicht reingehen können. Auch wenn wir natürlich jetzt geflamed werden von unserem lustigen Gold-Eddy-Carry. Ist das für uns jetzt keine so optimale Position gewesen. Sammeln wir wieder ganz viel Stacks. Haben jetzt 13, was auf jeden Fall ganz okay ist. Hatten ja gerade erst einen Kill gemacht. Und jetzt können wir uns hier direkt das nächste Item kaufen. Zack. Und gehen mal nach oben. Ja, wir sind jetzt hier mit 32, 30. Das ist ein denkbar knappes Spiel. Aber wir haben jetzt mittlerweile mehr Gold als der S-Reel. Kommen auf jeden Fall auch in die Kaiser ran, die halt doppelt so viele Kills wie wir hat, was halt völlig insane ist. Und wir sind trotzdem einigermaßen in Goldreichweite. Okay, da ist die Scuttle. Die hätte ich natürlich schon gern, muss ich sagen. Aktivieren wir beide Blades, damit wir schön noch ein bisschen mehr die Möglichkeit haben zu fangen. Ihr könnt es sehen, wenn wir natürlich jetzt einen failen, dann kriegen wir da auch... Okay, okay, okay. Kannst du bitte weggehen, danke. Kannst du bitte weggehen? Weg, 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 weg. Oh, das ist so viel Damage. Ja, da kriegen wir natürlich keine Chance. Klar, wenn jetzt so ein AP-Assassin kommt, haben wir da auf jeden Fall ein Problem. Aber wie gesagt,
Das ist in Ordnung. Er scheint, ah, der ist ein bisschen toxisch. Der ist ein bisschen toxisch. Der denkt jetzt hier, dass er es ist. Aber er ist es leider selber nicht. Okay, die kommt leider auch nicht raus. Jetzt machen die Gegner das sehr, sehr gut. Werden wahrscheinlich Baron jetzt machen. Werden wahrscheinlich jetzt den Baron machen. Wir kaufen das letzte Item eben den Schutzengel. Und dann sind wir auch soweit schon full equipped. Wird halt, wie gesagt, jetzt sehr, sehr schwer mit Draven da nochmal reinzukommen. Und ich glaube, es ist eine ganz gute Symbolisierung, euch vielleicht auch mal eine Niederlage zu zeigen, wie es eben laufen kann, wenn man mit Draven, sage ich mal, nicht so die Erfahrung hat. Ganz klar, es ist ein Champion, bei dem man wirklich an die Grenze gehen muss. Man muss ein sehr, sehr guter AD Carry sein, um generell gut als Draven zu sein, weil man halt das Risiko hat, einfach auch mal dumm reinzudöppen. Wir haben das öfter gemacht in diesem Spiel und deswegen tatsächlich hier auch die Niederlage. Verdientermaßen die Niederlage, muss man sagen. Ich denke, es war trotzdem eine gute Symbolisierung, warum Draven eben ein AD Carry ist, der sehr stark sein kann, aber halt auch sehr krass auf die Schnauze bekommen kann. Genau das ist bei uns passiert. Wie gesagt, es war jetzt kein Game, was irgendwie ruhmreich war. Wir hatten jetzt ja auch teilweise Mates, die eben nicht ganz so gut waren. Haben auch nicht so viel Schaden an den Gegnern, die gemacht im Spiel. Das ist halt das Ding, wo ich sage, okay, Draven ist ein Champion, der sehr, sehr schwierig ist, wo man sehr viel Erfahrung auch reinstecken muss. Und das ist auch mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Gerne einen Daumen nach oben lassen, wenn dem so war. Und ansonsten, heute Abend ist Stream dabei sein. Da werden wir wieder gewohnter Manier Jungle zocken, Freunde. Das wird sehr geil, freue ich mich drauf. Wir sind gerade, wie gesagt, Diamant 3, 60 von 100 Punkten. Da werden wir reingehen. Danke fürs Zuschauen. Bis heute Abend im Stream. Haut rein. Bis dann.